Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reka. Ja, ich habe gerade noch mal versucht, einen Screenshot zu machen. Irgendwie scheinen die Funktion rausgenommen zu haben. Sehr, sehr schade. Also kann ich jetzt leider nichts Neues mehr hochladen. Oh, nahe Gegenstände einsammeln. Mit R2 interagieren. Du hast erhalten einmal schwarze Kerze. Okay. Und weiße Kerzen waren auch mit dabei. Ist das jetzt auf magische Art und Weise, dass ich die einsammle, oder? Sammle 10 Pilze für die Suppe. Ja, aber das war nicht das Einzige. Das weiß ich noch. Ich musste noch irgendwie in den Wald. Moment. L2 ist zielen, R2 ist entfernte Gegenstände einsammeln. Okay. Ich kann mit den Krähen zielen. Ist das geil? Okay. Ich hole mir jetzt auch. Nee, ich kann mir keine Pilze holen. Ach, das geht nur. Ah, schade, schade. Dies müssen die Bären sein, die die Lucky. Ja, mehr konnte ich nicht lesen. Anscheinend so sehr mögen. Haben sie ja gesagt in der letzten Folge. Die Frage ist nur, wo sind die? Da, das war, glaube ich, das Symbol, wo wir hin müssen, ne? Dieser Talisman oder was das war? Ich muss zugeben, ich habe jetzt. Musste. Ah, ja, da sind welche. Ich musste jetzt leider zwischendurch. Okay, das geht anscheinend nicht. Ich musste leider zwischendurch mal Pause machen, weil es doch sehr, sehr spät geworden ist, weil ich ja die ganze Zeit auf meinen Key gewartet hatte. Ihr seid also die Luki. Oh, anscheinend steckt einer von euch unter ein paar Brettern fest. Ja. Die Bretter können wir auch nicht wegmachen. Oder auch doch. Hä, wie habe ich das jetzt gemacht? Beere geben. Benötigt Himbeere. Ja, die durfte ich ja nie nehmen. Warum kommt ihr alle so auf mich zu? Ich fühle mich etwas arg bedrängt gerade. Wieso darf ich die Beeren nicht nehmen? Ah, Moment, Moment. Ach so. Also wenn ich R2 drücke, kann ich die Beeren einsammeln. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt was mit den Krähen zu tun hat, ehrlich gesagt. Oder ob ich schon magische Kräfte habe. Keine Ahnung. Es ist noch etwas mysteriös gerade, aber ich liebe es. Ich liebe es wirklich, hier einfach durchzulaufen und dann, oh Gott, ich habe Unmengen an Bären. Kommt alle mit. Zack. Du hast erhalten hängende Kräuter. Wie viel muss ich denn davon? Ah, 10 Stück. Der hat anscheinend nichts. Grüner Apfel. Ja, auch nicht schlecht. Was ist mit dir? Hä? Ihm kann ich nichts geben? Mit R2 kann ich ihn hochstellen. Du hast den Talisman der alten Hexe gefunden. Halte B, um jederzeit zu ihr zurückzuteleportieren. Ja, würde ich gerne machen. Ich würde aber ehrlich gesagt gerne hier noch so ein bisschen einsammeln. Ach, geh mir doch mal aus dem Weg hier. Ah, cool. Trick 17. Wenn man es gedrückt hält und hier durchläuft, dann sammelt er das automatisch alles ein, was hier in der Umgebung ist. Ich weiß halt nicht, ob ich die Krähen behalten darf. Ich gehe ehrlich gesagt mal nicht davon aus. Deswegen sammle ich jetzt erstmal hier so ein paar Bärchen ein. So. Ich finde das cool. Ich finde das echt cool. Geht das hiermit auch? Ne, mit Bäumen geht's nicht, schade. Dann werde ich bestimmt noch herausfinden, wie man mit Bäumen. Zählt ihr auch das hier als Weglaufen? Weil ich würde mich halt gerne mal ein bisschen umsehen, aber ich glaube, das darf ich nicht. Ich glaube, das ist einfach gar nicht so vorgesehen von der Story. Momente. Jetzt sind die weg. Och, liebe Vögelchen, kommt doch zurück. Moment, da ist eine kaputte Hütte.
Lass uns da noch einmal kurz hingehen und dann teleportiere ich mich zurück, versprochen. Aber jetzt sind die nicht mehr da. Kann ich dann... Ah, dann kann ich aber trotzdem... Das ist ja cool. Ach, dann kommen die... Ach, die bleiben dann nur eine gewisse Zeit oder was, wenn ich eine Aktion mache? So, mal gucken. Wie komme ich denn da rein? Gar nicht, wa? Komme ich hier hoch? Ja. Interagieren? X. Ne, das war A. Entschuldigung. Ja, die Tasten liegen hier ein bisschen anders drauf. Einen hängenden Kranz. Ein helles Waschbrett. Oh, ich glaube, das ist zur Einrichtung, oder? Ah, wie cool. Dann können wir hier Sachen fürs Haus holen, nehme ich mal an. Jetzt muss ich mal eben gucken. Nee, das ist natürlich wieder die falsche Taste gewesen. Oder muss ich die gedrückt halten? Wie war das nochmal genau? Ich habe schon wieder alles vergessen. Moment. Inventar. Y war es, genau. Hauptaufgabe ist klar. Ach so, ich muss ja noch 6 Honigwaben suchen. Stimmt, ja. Klicke auf ein beliebiges Symbol auf deiner Karte, um es auf deinem Kompass zu markieren. Versuche doch erstmal mit dem Ort, den du zuerst suchen möchtest. Ah, okay, cool. Das mit dem Talisman habe ich aber doch schon gemacht. Was davon... Ach so, das sind die ich besucht habe, ne? Wo ich dann auch, glaube ich, eine Quest vor mit der Ziege gemacht habe, genau. Aber da ist nichts mit drin mit den Honigwaben. Das ist das Problem. Nebenaufgaben? Das sind die Zicklein. Klick, um mehr zu erfahren. Hm. Mehr erfahren kann ich ja eigentlich nicht. Warnaufgabenkarte. Wieso geht der nicht? Ah, jetzt. Der geht immer 2 weiter nach rechts. Wieso geht der immer 2? Ah, nee. Doch. Ah, okay. Wenn ich oben gehe, dann geht der anscheinend Anfang und Ende entlang. Und wenn ich unten drücke, dann macht der immer das Nächste. Okay, ja gut. Karte und Aufgaben ist klar. Sammlung, Rezepte, Gegenstände. Das haben wir uns nämlich noch gar nicht so richtig angeguckt beim letzten Mal. Okay, ich habe aber ziemlich viele Himbeeren auf jeden Fall geholt. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt an den Honig komme. Hatte die mir da irgendwas zu gesagt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hauptaufgabe. Weil hier kann man ja auch nochmal was markieren. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt genau ist. Steht nur, sammle Honigwaben. Hm. Schauen wir mal. Also ich hoffe mal nicht, dass wir irgendwelchen Bären begegnen müssen. Es sei denn, die sind hier in diesem Spiel friedlich. Dann würde ich denen gerne begegnen. Weil ich Bären sehr mag. Die Frage ist nur, also Honigwaben, da müssten wir doch irgendwo... Aber das müsste dann... Ah, ich wollte gerade sagen, das müsste dann vielleicht auch ein bisschen höher hängen. Dafür nehme ich an, kann ich die benutzen. Ja, perfekt. Perfekt, wir haben es geschafft. Ich muss mich ja erstmal ein bisschen reinfuchsen ins Spiel, ne? Ich meine, das wird euch sicher genauso gehen, wenn ihr das erste Mal spielen würdet. Da hinten ist noch eins. Ich würde nämlich gerne immer ein bisschen mehr holen, als wir eigentlich für die Quest brauchen. Zum einen weiß ich natürlich nicht, ob wir die Krähen jetzt behalten oder ob die uns sie wieder abnimmt. Oh, warte mal, hier unten ist auch noch was, ne? Das kann man so einsammeln. Okay, ich wollte jetzt gerade X drücken irgendwie. Oh, was ist das? Was haben wir denn da? Interagieren. Ein hängender Kranz. Ach, schon wieder. Ach so, ohne Wäscheleine. Cool. 15 Gold. Ja, Gold weiß ich noch nicht so genau, wie ich das hier eigentlich verdienen kann. Ich glaube, ich müsste mal öfter hier durch den Wald laufen, wa? Oh, da oben ist auch nochmal eins. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir mit, wenn wir ein bisschen näher dran sind. So, okay. Ja, sollte erstmal reichen, oder? Ach so, ich kann ja... Ja, ja. Machen wir mal. So, hallo, gute alte Frau. Ich bin im Haus. Komm herein, komm herein. Worauf wartest du? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht daraus, dass hier ein Lebkuchenhaus draus wird. Nein, es ist ja eine andere Sage. Hat ja nichts damit zu tun. Hallöchen.
Ich finde dich immer noch nett, auch wenn du mich irgendwie so ein bisschen komisch begrüßt hast letztes Mal, dass ich deine Beigabe zur Suppe werden soll. Sag mir, kleines Schätzchen, hast du einen Namen? Reka? Nein, ich heiße Gameplayerin. Hallo, hier. So. Ja, Reka. Natürlich ist das dein Name. Wusstest du, dass der Name Fluss bedeutet? Flüsse sind essentiell lebensnotwendig. Die Arterien der Welt. Sie bringen Leben. Du vielleicht auch? Nun denn, hast du all die Zutaten mitgebracht? Aber natürlich, war fleißig. Gut, wir werden sie für das Ritual brauchen. Ich dachte für die Suppe. Oh, sagte ich Suppe? Mein Fehler. Hört die mir zu? Die antwortet so richtig auf meine Kommentare. Das ist geil. Es ist einfach, diese zwei Dinge zu verwechseln mit einem solch alten Verstand wie meinigen. Wie dem meinigen. Leute denken, bei der Hexerei drehe es sich hauptsächlich um Rituale. Tatsächlich geht es aber viel mehr um Suppe. Unterschätze niemals die Macht eines gefüllten Magens. Also dann, kleines Kätzchen, lass uns losfahren. Lass uns fortfahren. Entschuldigung. Ah, mein Kopf ist heute ein bisschen... Ich habe heute Migräne, muss ich dazu sagen. Wenn ich mich mal verplappere, also verlese, dann bitte seht es mir einfach nach. Das Ritual bedarf ein paar weiterer Gegenstände. Wir haben bereits die Pilze und den von dir gesammelten Honig. Sag bitte, du brauchst Himbeeren, die habe ich auch. Wir brauchen außerdem einen robusten Kiefernzweig. Scheiße. Du hast nicht zufällig einen, oder? Nein? Ich konnte ja keine, ne? So viele Leute haben keine Ahnung, was wirklich wichtig im Leben ist. Ein Kiefernzweig hat so viele verschiedene Nutzen. Vor meiner Hütte liegt eine kleine Insel. Auf ihr steht eine riesige, schiefe Kiefer. Brich einen Zweig ab und bring ihn mir. Oh, und wenn du zurückkommst, mach dich mit den Hühnern vertraut. Hühner sind wichtig. Viele glauben, Hühner seien dumme Vögel. Kein bisschen, sie tun nur so. Ihr Verstand ist so scharf wie ihre Schnäbel. Dazu kann ich nur sagen, ich bin damals mit meiner Freundin auf dem Bauernhof ihres Vaters gewesen. Und sie hatte nichts Besseres, also als Kinder, sie hatte nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit die Hühner zu jagen. Und irgendwann kam der Hahn und der hat mich dann gejagt, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich habe nur daneben gestanden. Ich würde im Leben auch niemals Hühner jagen, abgesehen davon, dass die mir irgendwie auch ein bisschen Angst einjagen, ehrlich gesagt. Ich würde gerne mal eins streicheln vielleicht, aber die jagen mir trotzdem ein bisschen Angst ein. Hol den Kiefernzweig, such dir einen Huhn aus, das dir gefällt und bring beides zu mir. Das wird jetzt aber kein Ritual, wo die jetzt irgendwie das Huhn opfert, oder? Die hat gesagt, ihre Hühner sind ihr heilig, oder was hat sie nochmal gesagt? Ich warte hinter der Hütte auf dich und beginne mit den Vorbereitungen. Bald ist es an der Zeit. Bald wirst du dich erneut erheben. Okay. Was ist das? Kann ich... ja. Nee, springen wollte ich jetzt nicht. Ich vergesse das jedes Mal, dass das mit Y ist. Wie war das jetzt? Ich kann das... Also, wenn ich auf OK drücke, ist es nicht markiert. Also, ich habe es jetzt mittlerweile verstanden. Wenn ich aber nicht auf OK drücke, dann sehe ich das. Mit den Hühnern kann ich mich ja später noch anfreunden, oder? Oh, es sind schwarze Hühner, wie geil. Dann sehe ich das, aber es ist nicht markiert. Also, meine ich zumindest, dass es gestern nicht markiert war, als ich auf OK gedrückt hatte beim letzten Mal. Kann ich das? Ja. Ich habe die jetzt immer dabei. Wie geil ist das denn? Konnte ich das vorher schon? Ne, Moment, sie hat von der Insel gesprochen. Das ist auf der Seite, ne? Ich hab mich mal wieder vertan. Kann ich hier eine Abkürzung nehmen? Ja, kann ich. Aber ich krieg nasse Füße. So. Oh, das war nicht die Abkürzung, oder?
war. Vielleicht doch die Abkürzung, ich bin mir nicht sicher. Ist das ein großer Zweig, den ich hier mitnehme? Naja, gut, okay. Soll ich mich erst mit den Hühnern anfreunden? Hallöchen. Hallo. Ah, nee, ich will dich nicht fallen lassen. Ich wollte eigentlich ein schönes Bild mal so machen. Ach so, die Screenshots gehen. Ah. Wollt ihr mich veräppeln? Ich habe vorhin bestimmt 20 Mal drauf gedrückt und es hat nicht funktioniert. Na komm, ich nehme das Huhn mal mit. Ich klaue das einfach und dann gehe ich nach Hause. Mache ich da Hühnerbraten. Hühnerbraten. Das ist, wieso läuft das Huhn eigentlich hier draußen rum? Hätte ich das vielleicht nehmen sollen? Moment, wie komme ich denn da jetzt? Hä? Auf der einen Seite komme ich doch nicht da rum. Ist das nicht hier vorne auch zu gewesen? Warte mal. Oder kann ich mit dem Huhn da drüber springen? Kann ich von innen irgendwie da rein? Ach, die hatten Hintern. Ja, super. Ach, ich bin heute wieder clever drauf. Ich merke das schon. Endlich beehrst du uns mit deiner Anwesenheit. Ja, Entschuldigung, ich musste erst den Eingang suchen. Folge mir. Kann ich auch gleichzeitig noch die... Oh, ich klaue dir mal die Himbeeren, ja? Entschuldigung. Himbeeren sind das, glaube ich, gar nicht. Aber Beeren auf jeden Fall. Warte mal. Kann ich das mit dem Huhn in der Hand machen? Nee. Achso, ich kann nicht zielen. Doch. Ja, aber er nimmt es, glaube ich, nicht an. Alter, was war das? Das gehört alles ihr. Das ist ja krass. Also zumindest ist ja... Hier war ein Zaun drum. Da hinten war ein Zaun drum. Ist es das, was ich denke? Dies ist der Ort, an dem wir... Ach so, deswegen das Huhn. Entschuldigung, ich weiß schon, was kommt. Also denke ich. Dies ist der Ort, an dem wir vor ach so vielen Jahren fielen. Diejenigen, die nicht hören wollten und diejenigen, die nicht gehört wurden. Und wir fielen, so wie wir alles tun. Aber mein Freund, meine Liebe, mein Kind stand nicht wieder auf. Okay, jetzt habe ich ein Scheißgefühl, ganz ehrlich. Ich suche weit und fern nach Antworten. Letzten Endes kehrte ich hier zurück und schärfte meinen Verstand, entsendete einen Ruf und wartete. Ich wartete darauf, dass die richtige Art Verstand antwortete. Einer, der Schmerz verstand, der Verlust verstand. Wir dürfen nicht länger zögern. Bring das Huhn rüber zum Ofen. Das arme Huhn. Ach, sei nicht besorgt, es wird alles gut. Die hören doch, was ich sage, jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin sicher, es wird sich in diesem Nest wie zu Hause fühlen. Außerdem ist es kurz davor, in Höhen aufzusteigen, die solche Vögel nur selten erreichen. Ja, da ich denke, dass ich weiß, was jetzt ungefähr passieren wird, kann ich dem nur zustimmen. Ich will das aber nicht fallen lassen. Kann man das nicht hier irgendwie... Muss ich das darin fallen lassen? Echt jetzt? Okay. Das arme Huhn. Muss ich den Ofen jetzt auch anmachen? Hast du den Zweig mitgebracht, wie ich es dir aufgetragen habe? Ja, klar. Gut. Während ich mit dem Siegel beginne, musst du das Gebiet reinigen. Halte deinen Zweig an die Flamme der Kerze, bis er Feuer fängt, und dann verteile seinen mächtigen Rauch in der Luft. Eigentlich macht man das mit Räucherstäbchen, nicht mit Zweigen, soweit ich weiß. Egal welche Flamme, oder... Kiefernzweig anzünden. Alter! Ich bin jetzt erschrocken. Genau so! Gut! Folge mir zum nächsten Gebiet. Achso, ich wollte jetzt selber hier... Oh, cool. Meinen wir hier Pentagramme rein? Nee. Doch? Nee. Es ist kein Pentagramm, aber es ähnelt dem doch schon sehr. Achso, ich muss den immer neu anzünden. Ah. Oder machen wir jetzt hier ein Pentagramm? Ja, ja, sehr gut. Schnell, auf zum nächsten. Entschuldigung, ich wollte eigentlich mit den Leuten noch kurz sprechen.
Das letzte Gebiet. Wo sind das Riesenknochen jetzt? Mal ganz ehrlich, das sind doch Knochen, oder? Du schaffst es, eindeutige Anweisungen Folge zu leisten. Das ist vielversprechend. Ich schaffe es eindeutig. Boah, die ist ja auch irgendwie. Bei der Eingangstür in meiner Hütte steht ein Schrein zu Ehren meiner Vorfahren. Einer von ihnen hielt es für angemessen, mir ein Ei zu vermachen. Wir werden es für das Ritual brauchen. Es ist ganz und gar nicht wie ein Hühnerei, mein Kätzchen. Närrisches Geschwätz. Jedoch wird etwas daraus schlüpfen, wenn alles nach Plan verläuft. Es verharrte viele Jahre in einem Schlummer, aber wir hoffen, ich hoffe, dass es uns noch immer gewähren kann, was wir brauchen. Bring es zu mir! Oh, und bring auf dem Weg auch gleich noch etwas Getreide mit. Das werden wir später benötigen. Okay. Worauf warten wir jetzt? Okay, sie hatte gesagt, im Haus ist das, oder? Ich bin so doof, ich gucke nochmal eben. Geh in das Haus der alten Frei, genau. Der Frei, oh, ich kann nicht mehr reden heute. Es tut mir leid. Das ist halt, ich weiß nicht, wer von euch selber schon mal Migräne hatte. Wo war denn die Tür? Ich habe das sehr oft halt mit Wortfindungsschwierigkeiten. Also jetzt mal ganz ernsthaft. Und ja, da habe ich dann... Ich will nichts... Ich will das Ei holen. Moment, wo ist denn das Ei? Lesen? Lesen kann ich auch was? Die Seite ist gefüllt mit komplexen Diagrammen und Zaubersprüchen. Sie sind schwer lesbar, doch ein Teil kann entziffert werden. Aber nur, wenn die Träger aufeinander ausgerichtet sind. Die finalen zwei Opfergaben an Siva. Getreide steht für das, was derzeit ist. Und Brot steht für das, was da kommen mag. Wenn die Seele bereit ist und das Ei platziert, brauche ich nur noch Blut und rohe uralte Macht, um... Der Rest der Seite ist nicht entzifferbar. Um die Reka zu knechten. Interagieren. Ja, hat mir viel gebracht. Okay. Ach, das ist die Tochter, nehme ich an. Hm. Nun gut. Aber hier ist kein Ei drauf. Moment. Geh in das Haus der alten Frau und hole das große Ei vom Ahnenschein. Ach so, hä, war da ein Ei? Ich sehe hier nichts. Das ist ja alles so... Das ist doch der Ahnenschrein, oder nicht? Ach, ich muss nach oben gucken. Wieso sagt mir das denn keiner? Ich soll auch Getreide mitbringen, hat er gesagt. Aber hier kann ich nur interagieren. Zutaten? Ich will halt nichts herstellen. Hm. Ich gebe ihr erstmal das Ei. Ich hoffe, ich stolper jetzt nicht, sonst wäre jetzt alles umsonst. Hier ist das Getreide, das ich mitbringen sollte. Genau so. Gut, ist es nicht wundervoll? Wart nur ab. Jetzt lege es in den Ofen. Okay, darf ich nur mal einen letzten Blick drauf werfen? Das sieht so... Also farblich würde ich fast sagen, das ist eins von diesen russischen Babuschken. Heißen die Babuschkas? Oh, ich vergesse das immer wieder. Diese Püppchen, die man so ineinander stecken kann, die haben auch so diese Farben. Ne? Es ist fast soweit. Es ist Zeit für uns, die Opfergaben darzubringen. Wir werden in diesem Ritual viele Götter ehren. Vielleicht wirst du mit der Zeit mehr über sie lernen, wenn du dich bewährst. Jetzt müssen wir erstmal die Göttin der Fruchtbarkeit ehren. Ich habe auf allen vier Seiten der Knochen Schüsseln platziert. Ich beginne mit dieser hier und du eilst zur Schüssel hinten, Flusskästchen, und legst Honigwaben hinein. Wo ist denn bei ihr? Achso, bei ihr. Also da, nicht bei ihr. Was ist denn hinten? Meint die jetzt die Seite? Ne, die meint die gegenüberliegende Seite damit, ne? Okay, immer das, was am Leuchten ist. Gut. Sehr gut.
Nun gehen wir bei dem Uhrzeigersinn um das Haus herum zur nächsten Schüssel. Sobald ich es dir sage, platziere Getreide in der Schüssel. Du hast also das Getreide hinein in die Schüssel damit. Lass mich doch erstmal hinlaufen. Hä? Achso, im Uhrzeigersinn. Ich wollte gerade noch sagen, ich falle nicht drauf rein und dann laufe ich einfach geradeaus. Ja. Migräne, entschuldigt bitte. Ja! Es funktioniert! Warte. Es funktioniert? Das Flusskätzchen ist begabt. Komm zu mir. Wir sind noch nicht fertig. Beeil dich! Also ich mache das nicht, um die jetzt irgendwie blöd dastehen zu lassen, sondern weil es eine alte Frau ist. Deswegen rede ich so. Nimm dies. Sei sehr vorsichtig damit. Es ist ein vom Gott des Feuers gesegneter Talisman. In den falschen Händen ein mächtiges, gefährliches Objekt. Still jetzt! Hör auf deine Hände zu schauen. Sie sind dafür geeignet. Zumindest vorerst. Mit diesem Talisman musst du die Knochen auflösen, die diesen Ort umgeben. Jeden einzelnen von ihnen. Wir müssen uns ihre Essenz zunutze machen. Geh! Ich muss mich auf den nächsten Schritt konzentrieren. Enttäusche mich nicht. Ich kann nicht wieder enttäuscht werden. Oh, und sei respektvoll. Das Wesen, das du auflöst, war mir wichtiger, als du dir je vorstellen konntest. Die Knochen. Nein, wo muss ich denn jetzt genau... Ach so, einfach nur hinlaufen. Okay. Aber die hat jetzt nichts von dem Uhrzeigersinn gesagt. Ja, mach weiter. Zählt der auch dazu? Oh Gott, wo muss ich den denn auflösen hier? Okay, einmal so. Das sind auch noch Knochen, ne? Okay. Das ist schon ein sehr kompliziertes Ritual, muss ich schon sagen. Noch ein bisschen mehr! Waren alle. Komm zu mir zurück. Ich sehe dich gar nicht mehr. Wo bist du denn? Da hinten. Ich kann aber nicht mehr laufen. Doch, jetzt wieder. Gib mir den Talisman zurück. Du bist viel zu unerfahren, um über eine solche Macht länger als unbedingt nötig zu verfügen. Wie hat es sich angefühlt, die Macht von Svarok einzusetzen? Kribbelt, nicht wahr? Wie das Brennen von Nesseln unter der Haut. Könnte auch das Feuer sein, was ich am Tragen bin. Ach nee, das ist ja der Talisman. Ja, ja, klar. Schlau. Werd aber nicht größenwahnsinnig. Wir sind noch nicht fertig. Geh zurück zu meinem Haus und bring mir etwas Glut aus dem Ofen. Bitte was? Für das Ritual musst du sie heiß und rot glühend in deinen bloßen Händen tragen. Schau mich nicht so an. Das Tragen von Glut sollte kein Problem für jemanden sein, der sich Svaroks Macht bedient hat. Los jetzt, hol sie! Beeilung! Okay. Ja, nehmen wir halt einfach mal glühende Glut mit. Moment, das ist nur die Frage. Tragen? Wenn ich da hingucke... Ah, nee, das ist ja auch gar nicht der Ofen. Warte mal, was... Ach, da ist der Ofen. Ja, okay. Okay. Ja, scheint wirklich kein Problem zu geben hier mit den... Es tut mir leid, aber von bestimmten Dingen muss ich mir einfach Screenshots machen. Das tut mir wirklich leid. So, wir müssen jetzt schnell zurück, sonst ist das Ritual hier gleich schon abgebrochen. Hör, wo ist das Haus hin? Du bist mutig, Flusskätzchen. Ich hoffe, das bleibt so. Gib mir die Glut. Es gibt noch eine letzte Sache, die ich von dir brauche. Mein Blut? Komm näher. Willst du mein Blut haben, gute alte Dame? Geschafft. Schau mich nicht so an. Es war doch nur ein kleiner Pieks. Nur ein Tropfen Blut. Den wirst du nicht vermissen. Blut ist der Schlüssel. Glut ist die Verbindung. Schau, wie die Glut es aufnimmt.
die lebende Glut. Sie hat über Generationen hinweg hell geglüht. Feuer, das von Heim zu Heim weitergereicht wurde. Neben ihr bin ich selbst ein Kind. Die lebende Glut tauchte meiner Liebe vor langer Zeit Leben ein. Und auch heute wird sie mein neues Leben einhauchen. Diesen letzten Schritt muss ich alleine vollbringen. Du hast gute Arbeit geleistet, kleines Flusskätzchen. Hoffen wir, dass es nicht das letzte Mal war. Aber nun, sieh zu und lerne. Denn ich bin der Anfang und das Ende. Ich kann nicht vergehen. Ich bin unvergänglich. Ich bestehe fort. Ach, die Alte ist jetzt quasi zu dem Haus geworden, oder was? Die Welt soll sich an Baba Yaga erinnern. Sie soll sich erinnern und vor der Mutter aller Hexen erzittern. Oh, das war anstrengend. Ich bin ganz schön außer Puste. Kann ich jetzt immer mit dem Haus sprechen, in dem ich dann wohne, oder wie? Jetzt setz dich. Ach, bei den Sumpfratten. Es reagiert nicht. Ach so, Moment. Ist die jetzt das Haus, oder ist sie das? Weil die steht doch hier nirgendwo. Kann meinen Verstand nicht fokussieren. Ich kann es nicht kontrollieren. Flusskätzchen, befiehl ihm, sich zu setzen. Hütte, sitz! Ich finde das genial. Gut gemacht, kleines Flusskätzchen. Du hast nicht enttäuscht. Zumindest noch nicht. In dir schlummert Potenzial. Du hast einen schnellen Verstand. Du siehst über das Haus. Du siehst über das hinaus, was andere tun. Du bist eine talentierte Hexe. Ach doch, die steht da hinten. Vielleicht sogar dazu geboren. Nur wenige können, was du getan hast. Schau dich um. Schau, was du erschaffen hast. Dies wird dein Haus sein. Unser Heim. Aber ich werde dir erlauben, es selbst auszubauen, zu möblieren, zu dekorieren. Gestalte es nach deinen Vorstellungen. Folge dem Licht oder der Dunkelheit, der Größe oder der Bescheidenheit. Wir werden darin leben und die Lande bereisen, ohne unsere vier Wände zu verlassen. Ich werde den größten Raum beziehen. Baba Yaga braucht ihren Platz. Und es ist ein fairer Preis für das, was ich dir beibringen kann, wenn du lernwillig bist. Wenn du es sein solltest, nimm dieses Holz und beginne damit, deine Zukunft zu bauen. Achso, 132. Ich dachte, sie gibt mir jetzt den Ast wieder oder sowas. Stelle dich an die Holzplattform und drücke B für den Baumodus. Okay, ja. Ich wollte eigentlich hiermit die Folge beenden. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. B. Große Möbel, kleine Möbel, Gegenstände, Inventar, Deckendekoration, Wanddekoration. Ah, nee, Dekoration, das ist... Dekoration, Bücher, Freunde, Beleuchtung, Haus. Haus ist, hört sich gut an.
Verwende X, also links, um einen kleinen Boden für dein neues Heim auf der Plattform zu bauen. Muss ich aber doch daneben dann bauen, oder nicht? Okay, also hier kann ich zumachen. Und ich denke, das ist wohl so gedacht, dass ich dann hier was anbauen kann, oder nicht? Ach, ist das immer nur eins? Ah, okay. Wie viel habe ich jetzt? Also, beziehungsweise... Achso, da unten 132. Ich kann aber nicht da reinbauen, oder? Mal gucken. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt hier, ob das so gut ist, hier zu bauen, aber. Weil das sieht so aus, als ob ich hier danach nicht mehr bauen kann. Doch da? Nee, aber da kann ich nicht mehr bauen, okay. Aber ich könnte das ja theoretisch erweitern. Das ist ja, was ist denn das, der Kopf, oder? Bin mir nicht sicher. Aber es wäre auf jeden Fall gut, wenn ich für mich hier auf der Seite was machen würde. Also, ganz ehrlich, ich möchte einen großen Raum haben. Wahrscheinlich wird sie mir jetzt den Raum wegnehmen. Wieso kann ich da nicht mehr machen? Hä? Da könnte ich jetzt zum Beispiel noch so einen Schrank reinmachen oder sowas. Und dann hier... Ich will aber hier hoch. Achso, Moment, da muss ich wahrscheinlich hier und dann hier hochbauen irgendwie. Ich will hier eine Mauer machen. Oder muss ich das so machen? Nee, da kann man dann runterlaufen. Das ist nämlich genau das, was ich nicht wollte. Oder muss ich das machen, damit ich dann hier hochbauen kann? Moment. So kann ich denn hier... So kann ich denn da nicht zumachen? Wieso darf ich hier nicht hochbauen? Achso, weil das Boden ist. Vielleicht liegt es da dran. Okay, dann können wir jetzt wahrscheinlich nur den Boden erstmal machen, so wie das aussieht. So, dann... Ja. Moment. Ich würde ja gerne sagen, baue mir hier eine Terrasse hin, aber das wären natürlich Räume letzten Endes. Dauert echt noch ein bisschen hier. Also es tut mir wirklich leid, dass diese Folge jetzt gerade so mega lang ist. Wenn das jetzt natürlich noch weitergeht und ich jetzt irgendwie gleich noch andere Sachen bauen soll für das Haus, dann werde ich auf jeden Fall erstmal einen Cut machen. Dann werden wir das nämlich bei der nächsten Folge erst machen. Also in der nächsten Folge. Ihr wisst schon. Na, so viel haben wir jetzt auch nicht mehr, ne? Mittlerweile. Okay, hier vorne ist wahrscheinlich Schluss, nehme ich mal an. Oder? Nee, da kann ich noch weiter bauen, theoretisch. Da kann ich noch weiter bauen. Also sie soll eigentlich... Ja, vielleicht kriege ich ja hier noch was hin, dass sie... Dass sie da ein Zimmer bekommt. Wieso kann ich das hier wegen der Kerzen nicht, oder? Wie kann ich gebaut werden? Das sind immer die Ecken hier. Warum, weiß ich nicht. Da geht's auch nicht weiter. Okay, da ist maximal. Hier könnte ich theoretisch noch bauen. Kann ich bei mir noch was ausbauen hier? Da kann ich noch... Moment.
Wieso kann ich da jetzt auch wieder nicht bauen? Da habe ich doch schon. Die Ecke auch wieder nicht. Hä, warum kann man da nur so komisch bauen? Hm. Da könnte ich theoretisch, da auch wieder nicht, aber da könnte ich noch weiter bauen. Ja, ich weiß, das war ein bisschen weit. Da auch wieder nicht. Also gut, das Baumenü, da muss man erstmal ein bisschen mit zurechtkommen. Also ich meine, es ist eigentlich einfach zu benutzen, das auf jeden Fall. Aber warum ich jetzt hier nicht bauen darf und da dann doch bauen darf und also das ist irgendwie alles ein bisschen komisch, finde ich. Hallo. So. Ist natürlich jetzt blöd, dass hier so eine Wand ist. Ja, du sollst ja auch dahin. Ich meine, wir haben jetzt eh nur noch 3 Stück, deswegen. So, machen wir einen Rest einlagern. Zack. Oh. Ups, ich glaube, ich habe gerade eine Wand eingelagert. Oh. Ich dachte jetzt eigentlich. Entschuldigung. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt anders. Ist es aber nicht. Ja, war natürlich sehr clever von mir. So, mehr kann ich jetzt nicht mehr machen. Baumodus öffnen, schließen. Okay, reden wir nochmal ganz kurz mit ihr. Was ist mit deiner... Ich habe weitere Fragen. Oh mein Gott. Nee, eigentlich nicht. Ich würde sagen, erstmal auf Wiedersehen. Ab mit dir, genau. Ja, sieht doch eigentlich schon mal ganz cool aus, auch wenn ich jetzt keine Ahnung habe, was ich jetzt hier wirklich gemacht habe. Essen mitnehmen? Stand gerade irgendwas mit Essen. Essen nehmen. Ist aber kein Essen drin. Schade. Okay. Ich stehe jetzt dummerweise genau so, dass jetzt die ganze Zeit... Ja, die ganze Zeit hier irgendwas ist. Okay, ist ein bisschen lästig, weil ich eigentlich mich zeigen wollte. Aber okay. Aber es sieht so eigentlich ganz gut aus bisher. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie wir das jetzt hier noch weiter machen können, weil überall kann ich halt nicht bauen und nicht erweitern. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Und ich hoffe mal, dass sie uns jetzt irgendwie einen Zauber zeigen wird, wie wir jetzt Holz besorgen können. Weil ich habe das ja schon mal ausprobiert, als wir im Wald waren. Aber das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Oder wir müssen vielleicht gegen den Baum die Krähen schießen. Aber das kann ich mir auch nicht so vorstellen. Na, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Entschuldigt bitte, es ist wirklich eine sehr lange Folge geworden. Aber es war irgendwie so vieles hier drin und es fasziniert mich alles. Und ich weiß auch nicht. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen verliebt, glaube ich, in dieses Spiel. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!